Jo, hallöchen, liebe Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich bin hier auf jeden Fall jetzt heute mal wieder im Wald, an unserer schönen Stelle, die wir uns quasi jetzt ergattern konnten, die uns zugestanden wurde, wo wir uns hier ein bisschen austoben können, wie gesagt, mit Bushcrafting und so weiter. Und ich würde sagen, damit legen wir heute auf jeden Fall auch gleich mal los. Ich habe es euch versprochen, wir wollen hier ein bisschen was bauen. Und ihr seht schon, ich habe mir jetzt erstmal hier den Unterschlupf quasi errichtet, quasi einen kleinen Regenschutz, weil halt auf jeden Fall, ja, wir vielleicht um mich herum mitbekommt, vielleicht hört das auch so ein bisschen auf der Plane, hier heute ganz schön am Regnen ist. Sollen es aber mal nicht weiter stören. Wir fangen jetzt mal an. Plan ist auf jeden Fall, uns heute ein kleines Trapperbett zu bauen. Und zwar eine Schlafmöglichkeit quasi zwischen zwei Bäumen mit einer Wand dahinter und einem Dach oben drüber. Wo man letztendlich quasi als erstes schon mal hier im Wald schlafen kann, wo man sich eine Isomat draufpacken kann, seinen Schlafsack, seinen Biwaksack, wie auch immer. Und wir werden uns hier auf jeden Fall so ein bisschen ausbreiten, sprich mehrere Schlafmöglichkeiten errichten, wo wir vielleicht dann auch früher oder später hier eine kleine Feuerstelle machen können, um uns hier ein bisschen zusammenzusetzen, hier ein bisschen im Wald abzuchillen. Ja, ich zeige euch mal die Bäume, wo wir anfangen. Und dann heißt es heute auf jeden Fall erstmal Platz vorbereiten, Holz organisieren, also quasi erstmal alles heranschaffen, was wir nachher letztendlich brauchen, um halt hier unseren Shelter oder unseren Schlafshelter zu errichten. Wird erstmal ein bisschen Arbeit. Ich zeige euch erstmal gleich meine Sachen ausgebreitet. Also alles, was wir jetzt heute vielleicht noch brauchen. Ich habe einen kleinen Klappspaten dabei, meine Axt natürlich, eine Säge und ein Seil. Seht ihr da schon rausgucken? Und zwar werden wir auf jeden Fall erstmal das Seil, das ist ein Hanfseil, ein Jute-Seil, was aus drei Strängen besteht, ein bisschen aufdrödeln, weil ein so ein Strang quasi in diesem Jute-Seil reicht uns auf jeden Fall aus, um halt von der Stärke her alles zusammenzubinden. Wie ich schon sagte, wir werden hier weder mit Nägeln noch mit Schrauben noch irgendwas anderes hier arbeiten. Deswegen halt auch ein Jute-Seil und nicht irgendwie irgendeine Wäscheleine oder irgendwie Paracord oder sowas, sondern das wird wirklich so gebaut, wie man es auch damals gemacht hat, nämlich mit Strick, mit Seil, wird alles verbunden. Hab mir dazu auf jeden Fall auch schon einige Knotenvideos und Sachen angeguckt, wie man halt wirklich Sachen verbindet, sowas wie Kreuzbünde und so weiter. Aber hier haben wir jetzt erstmal unsere zwei Bäume, also quasi ein bisschen gegenüber von dieser Stelle dort. Denn an der Stelle wird wahrscheinlich später auch noch eine Schlafmöglichkeit entstehen. Aber um die beiden Bäume geht es hier heute quasi. Und ihr seht schon, hier liegt noch ein bisschen Zeug rum, auf jeden Fall noch ein alter, dicker Baumstamm, ein bisschen hier Äst und alles ist ein bisschen unwegsam. Dann werden wir uns auf jeden Fall erstmal alles ein bisschen vorbereiten und von da hinten ein Stück weiter, ja, müssen wir uns dann auf jeden Fall das ganze Totholz besorgen, damit wir hier quasi anfangen können zu bauen. Aber wir wollen uns ja auch, wie gesagt, noch das Seil vorbereiten und das machen wir als allererstes Mal, bevor wir uns jetzt hier irgendwelche Sachen ranholen und beschaffen. Ist übrigens ein 30 Meter Seil, dachte ich mir reicht, quasi 3x 30 Meter sind 90 Meter, also knapp 100 Meter. Da kann man dann mal schon ein bisschen was miteinander verbinden und das werden wir uns jetzt erstmal vorknöpfen. So, und da haben wir das gute Stück und werden das erstmal an einem Baum befestigen. Ja, und da das auf jeden Fall, wie gesagt, 30 Meter sind, müssen wir auf jeden Fall ein Stück in die Richtung gehen, uns dort irgendwo einen Baum suchen, ein bisschen weiter weg, dass wir halt die 30 Meter hier in die Richtung kommen, um mal das ganze Seil von hinten nach vorne sozusagen aufzudrödeln, damit wir hier an unseren einzelnen Strang kommen, den wir quasi brauchen. Ihr seht schon, hier ist so ein einzelner Strang und der reicht uns quasi aus. Und davon haben wir nachher im Endeffekt drei Stück, a 30 Meter. Und suchen wir uns erstmal ein Bäumchen. Ja, wäre uns das Seil auf jeden Fall auch erstmal nur ganz einfach mit einem einfachen Knoten, den wir nachher auch wieder leicht lösen können, erstmal hier befestigen. Und jetzt laufen wir ein Stück in die Richtung. Wahrscheinlich werdet ihr mich gleich nicht mehr sehen. Und dann drödeln wir die ganze Sache hier mal auseinander. Ja, 30 Meter ist doch irgendwie eine ganz schöne Strecke, stelle ich gerade fest, dass das doch ganz schön lang ist. Ich habe so das Gefühl, ich habe mir das einfacher vorgestellt, als es jetzt im Endeffekt wird, denn das ganze Seil ja in seine einzelnen Stränge zu teilen, wird dann doch vielleicht ein bisschen dauern. Also so quasi stelle ich mir das Ganze hier vor. Und zwar wird das jetzt hier wie so ein Zopf quasi wieder entflochten, dass wir nachher hier unsere Strecke haben, die vielleicht eine Stärke von, ich glaube, 7 oder 8 mm haben. Das ganze Seil hat, glaube ich, einen Durchmesser von 16 mm. Ihr habt es in allen Ausführungen, dick, dünn. Allerdings hättest du für ein Seil in nur 8 oder 10 mm auf die Länge fast das gleiche bezahlt, wie halt für das 30 Meter dicke Seil, in dem quasi drei Stränge vorhanden sind. Deswegen war ich schon wieder Fuchs
und habe mir gedacht, gut, dann nimmt man sich jetzt ein bisschen Zeit und löst diese Stränge voneinander. Ja, aber das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ja, also die ganze Sache wird auf jeden Fall doch viel, viel zeitintensiver, als ich es jetzt irgendwie gedacht hätte. Ich glaube, ich muss den Strick auf jeden Fall doch zumindest in der Mitte einmal trennen, auf 15 Meter. Oder ich trenne ihn in 3x10 Meter, ist vielleicht auch ja nicht so verkehrt. Sprich, ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall mal leicht das Messer schnappen und den Strick dann doch in 3 Teile teilen und das dann irgendwie versuchen. Ich habe vielleicht gehofft, dass man so pro Minute einen Meter schafft, dann wären wir bei einer halben Stunde, aber ich komme hier so mühsam voran. Das könnte wahrscheinlich hier 1 bis 2 Stunden dauern, bis das alles erledigt ist. Das ist ganz schön heftig. Ja, ihr seht es, also es fängt sich hier halt immer wieder an zu verheddern. So, damit haben wir jetzt auf jeden Fall 3x10 Meter, 3 Stränge. Ich muss allerdings gerade feststellen, dass es ein guter Test war für mein Messer, was augenscheinlich eigentlich noch ziemlich scharf ist, aber ich ganz schön zu tun hatte. Also entweder ist dieses Hanfseil so krass robust, dass ich mit dem Messer da kaum durchkomme, aber ich glaube, ich sollte vielleicht auch einfach mein Messer nochmal schärfen lassen, dann geht es vielleicht demnächst ein bisschen einfacher. Vorhin habe ich mir übrigens trotzdem, dass wir ungefähr so in 2 Tagen mit der ganzen Sache hier fertig sind, dass wir auch vielleicht ja schon demnächst dann mal hier herfahren können und dann auf jeden Fall auch mal meinen neuen Biwaksack testen können. Meine neue Isomatte, die ich inzwischen habe, und zwar eine Expat, die musste jetzt einfach mal sein. Ich habe es, glaube ich, in vorigen Videos schon mal erwähnt gehabt, dass wir halt mit unseren Isomatten immer wieder unzufrieden waren, weil wir halt immer gedacht haben, ja, komm, hebt nicht so viel Geld aus, muss bloß ein bisschen weich sein, aber der Gedanke war halt immer komplett falsch. Im Schnee, wie gesagt, wenn wir dann nochmal schlafen sollten und einen Winterbiwak machen, da hat meine Frau ja mir zu Weihnachten einen Traum von Isomatte damals mal geschenkt. Danke an der Stelle. Und zwar von Grand Canyon, die halt wirklich bis minus 40 Grad tauglich ist. Ist halt wirklich ein richtiges Schlafbett, die ist innen komplett isoliert, kälteisoliert, dass du halt wirklich auch von unten her keine Kälte bekommst. Die Matratze auch die Luft hält, ja, und man halt auch nicht am nächsten Morgen irgendwie auf dem Boden liegt. Allerdings für die Temperaturen, die wir jetzt halt im Winter jetzt erstmal hier so haben, sag mal so um die 0 Grad rum, da musst du halt auch ein bisschen was Neues her. Die anderen Sommerisomatten haben natürlich null Isolation. Und von daher, ja, viele Rede, kurzer Sinn. Ihr seht schon, ich bin hier dabei, den Strick weiter zu entrödeln. Und ja, hoffen wir, dass wir demnächst hier bald fertig werden, dass wir hier draußen nochmal schlafen können. So, Freunde, ich habe es endlich geschafft. Ihr seht, jetzt haben wir hier 3 Stränge voneinander getrennt. Und ihr seht es ja, der ist halt immer noch so, ja, halb fingerdick und auf jeden Fall ausreichend für unsere Zwecke. So, und da seht ihr, haben wir jetzt alles mal ein bisschen hier geordnet wieder. Hier 2x10 Meter noch komplett und hier 3x10 Meter in der dünneren Stärke, was wir jetzt auf jeden Fall benutzen können. Jetzt haben wir 30 Meter und damit können wir auf jeden Fall erstmal arbeiten. Sprich, Restseil weg und dann beschaffen wir uns jetzt unser Holz und dann fangen wir endlich an zu bauen. Ja, werde mir auf jeden Fall aber erstmal ein bisschen was zu trinken machen und auf jeden Fall habe ich wieder ein bisschen was von meinem Epa bei, ein bisschen isotonisches Getränkepulver. Und zwar haben wir heute Grapefruit. Testen wir quasi heute auch mal das Grapefruit aus. Riecht auf jeden Fall schon mal mega lecker. Also würde ich erstmal sagen, einen Schluck trinken und dann werden wir uns das Holz beschaffen. Ja, wie gesagt, sind ein paar Meter, die ich hier zurücklegen muss, um das ganze Zeug hier ranzuholen. Sprich, ich werde jetzt erstmal ein bisschen losrennen, ein bisschen was organisieren, hier einen kleinen Haufen machen. Dann werden wir ja, uns das ganze Holz auch natürlich noch ein bisschen vorbereiten und dann fangen wir an zu bauen. Und dann erkläre ich euch auch erstmal ganz kurz, wie ich es eigentlich machen will, was ich genau vorhabe und was jetzt eigentlich hier heute entstehen soll. So, ich mache jetzt mal mit dem Finger rundherum. Hier fangen wir heute an, ja, quasi unseren Shelter zu errichten, mit der Öffnung in die Richtung. So,
Denn hier in der Mitte, diese ganze, was hier liegt und diese kleinen Bäumchen, die stehen, dürfen wir wegnehmen, können wir uns hier quasi ein bisschen ebene Fläche schaffen. Dann haben wir hier die nächste Möglichkeit, uns quasi eine etwas größere Schlafmöglichkeit auch noch reinzubauen. Heißt, wir haben dann schon mal hier einen kleinen Schlafschelter, dort einen kleinen Schlafschelter. Dann haben wir hier drüben quasi, wie gesagt, nochmal die Möglichkeit, uns dort was reinzubauen. Ja, und dann haben wir ja hier hinten auch noch Fläche. Und mir ist gerade mal aufgefallen, dass diese Bäume hier so schön quasi fast in so einem kleinen Kreis stehen, dass wir uns hier vielleicht eine richtig schöne kleine Rondell reinbauen, wie mit so kleinen Wänden und das alles so ein bisschen abtrennen, wie so eine kleine Sitzecke, wo man halt vielleicht dann sehr noch einen kleinen Holztisch zimmern kann, den man dahin stellen, um halt abends dann vielleicht dann mal eine Nacht zu verbringen oder wie auch immer. Also wir haben hier auf jeden Fall, wie ihr seht, coole Möglichkeiten. Ja, nur noch mal kurz zwischendurch, hier werden coole Sachen passieren. Und ein Stückchen weiter, wie gesagt, hat ja der Besitzer des Waldes hier ein großes Projekt vor. Ich habe es euch letztens schon in diesem kleinen Büchlein gezeigt. Einfach nur Wahnsinn. Da wollen wir wirklich ein bisschen in die Erde gehen, dort ein richtiges Häuschen quasi reinbauen. Wie gesagt, da soll ein Ofen rein, mehrere Schlafmöglichkeiten. Das ganze Ding wird quasi oben zugemacht mit einer Tür, halb unterirdisch. Also freut euch auf jeden Fall auf ein paar coole Projekte. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Und zwar habe ich vor, hier quasi nicht mal ganz so tief, sondern etwas erhöht, sag mal so einen halben Meter über dem Boden, quasi hier mit einem Gestell erstmal zu arbeiten. Hier zwischen den Bäumen, sprich wir werden hier auf jeden Fall abstützen, hier abstützen, denn zwei längs rüber neben die Bäume, hier genau das gleiche, auf diese Querlage quasi an Baumstamm kommen dann quasi die einzelnen, ja, also quasi die Bettfläche, also die Liegefläche, dann soll von hier quasi, von hier hinten eine etwas angeschrägte Wand entstehen, quasi auf die Höhe, ich sag mal, bis hier hoch auf Kopfhöhe. So, und die ganze Sache geht dann quasi bis über den Meter, habe ich mir überlegt, hier vor quasi abgestützt mit einem kleinen Dach. So, das heißt, hier kommt ein richtig schönes Schlafschelter hin, wo man halt dauerhaft auf jeden Fall sich dann seine Isomatte drin packen kann und sich mit dem Schlafsack reinlegen kann. Und hier auf jeden Fall in die Richtung, sprich Richtung unser Lager, was ich euch gerade gezeigt habe, sozusagen schlafen kann. Ich würde sagen, geiler Plan. So, und jetzt hole ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holz. Reicht erstmal, hoffe ich, um das Grundgestell quasi zu bauen. Also erstmal die Seitenstützen für die Auflagefläche, quasi dennoch zwei hohe und die Stützen nach vorne und oben diesen Rahmen. Vielleicht muss ich noch ein, zwei holen. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an, unten mit dem Grundgestell. Und ja, das wäre schon mal cool, wenn wir es heute auf jeden Fall schaffen. Dass wir quasi später im Nachgang dann oben das ganze Dach quasi zumachen können, die Wände machen können. Und halt die Liegefläche quasi machen können aus einzelnen Stämmen. Also bauen wir erstmal das Grundgerüst, würde ich sagen. Ich muss mir glaube ich noch mal kurz ein, zwei Videos angucken, wie das mit den Knoten war oder mit den Verbindungen. Aber erstmal räumen wir jetzt hier den ganzen Mist noch weg, der hier noch rumliegt, dass wir hier frei treten können, dass wir uns nicht die Beine brechen und das soll ja später auch alles ein bisschen schön aussehen. So, und ich muss euch noch kurz eins sagen, auf jeden Fall nicht, dass ihr euch gleich wundert oder jetzt die ganzen Naturfreunde, ich bin auch einer davon, jetzt quasi anfangen zu schreien. Wir haben die Erlaubnis, natürlich bedingt, da wo wir halt den Platz benötigen, quasi auch kleine Sachen sozusagen wegzunehmen, zu entfernen. Natürlich haben wir deswegen ja auch eine kleine Fläche bekommen, wo wir was machen können und nicht überall und da können wir was wegsägen und da können wir was umschmeißen oder rausrupfen. Dann zum Beispiel diese kleine Eiche, dieser Baum, ist natürlich jetzt genau hier quasi davor
Das heißt, die nehme ich jetzt weg. Und auch hier im Hintergrund, was ihr hier seht, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, wo dann später quasi so ein bisschen die Lagerfläche quasi entstehen soll, hier in dieser Mitte. Das kommt später natürlich auch alles noch weg. Das machen wir nicht heute. Und dazu zählen natürlich dann auch die kleinen Bäume, die hier in der Mitte stehen. Also sprich, im bedingten Rahmen können wir hier halt auch frei arbeiten. Und ja, deswegen nehmen wir uns erstmal kurz die kleine Eiche da weg. Und dann fangen wir an mit dem Grundgerüst. So, rausreißen tut man hier auf jeden Fall nichts. Sprich, der eine oder andere hat es vielleicht ja schon mal gehört. Wenn was weggenommen werden soll, immer so flach wie möglich über den Boden abtrennen bzw. absägen. Weil im Wurzelwerk natürlich immer noch Kleinsttier quasi vorhanden sein kann, die sich da halt quasi ja, ihren Lebensraum natürlich hier schaffen haben. Also seid irgendwelche kleinen Käfer oder wie auch immer. Also deswegen immer, wenn dann so flach wie möglich über den Boden abschneiden, natürlich habe ich es jetzt so flach wie möglich gemacht, damit wir nachher nicht drüber stolpern. Die Eiche ist weg, die Wurzeln sind drin. Und jetzt können wir hier quasi anfangen zu bauen. So, dazu nehmen wir uns auf jeden Fall mal den dicksten, den ich jetzt quasi extra dafür auch rausgezogen habe. Weil natürlich für die Stützen links und rechts, ich denke mal, sich anbietet, dass wir eine schöne Auflagefläche haben, also mit ein bisschen Durchmesser. Bevor wir jetzt den quasi aber uns auf Höhe bringen, werden wir ihn erstmal komplett von den ganzen Ästen befreien, von den ganzen Astansätzen, die noch da sind. Ja, und dann sägen wir uns den mal zurechte und bringen den quasi auf Höhe. Muss natürlich ein bisschen anpassen, weil hier auch um den Baum rum ein bisschen der Boden erhöht ist. Hier drüben halt eher nicht. Also kann ich sie halt nicht alle auf gleiche Länge sägen, sonst wäre das nachher alles schief und krumm und das wollen wir nicht. Also von daher, ja, passen wir uns den an, aber vorher nehmen wir erstmal die ganzen kleinen Äste ab. Dazu nehme ich meine Axt. Und dann entfernen wir quasi erstmal bis an den Stamm die ganzen kleinen Äste. Übrigens werden wir uns auf jeden Fall noch so ein Scheeleisen zulegen, denn dadurch, dass das natürlich alles ein bisschen Totholz ist, löst sich mehr oder weniger sowieso schon überall, ich sag mal, die Rinde ab. Und wir wollen nachher, dass das ja auf jeden Fall alles ein bisschen cool aussieht. Und ja, wenn deswegen uns noch so ein Scheeleisen besorgen, wo wir dann zukünftig auch die ganzen ja, Stämme quasi von der Rinde befreien können, muss ich heute erstmal alles so ein bisschen mit der Axt machen, alles so ein bisschen abschälen. Ja, deswegen, das machen wir auf jeden Fall auch noch, dass das alles nachher ein bisschen hübsch aussieht. Die Sonne kommt auf jeden Fall inzwischen auch schon wieder raus. Richtig gut, hätte ich gar nicht gedacht heute, war so verregnet. Den ganzen Vormittag und den ganzen Tag über. Aber so können wir jetzt auf jeden Fall erstmal schön sehr noch ein bisschen vernünftig arbeiten. Denn komplett im Regen wäre natürlich ein bisschen ungünstig. Wäre mir aber heute ja gewesen, wenn man rausfährt, kann man sich das Wetter nicht aussuchen. Und ja, aber so ist natürlich ein bisschen schöner. Falls ihr übrigens letztes mein Ausrüstungsvideo gesehen habt, wenn nicht, verlinke ich es euch auf jeden Fall mal hier oben. Ja, habe ich euch auch die Säge vorgestellt. Ist ein japanisches oder denke ich mal ein chinesisches Produkt von Tachima. Ja, die G-Saw, also ich muss sagen, ihr seht es ja, auch wenn sie nicht allzu groß ist, aber die macht definitiv ihre Arbeit, also richtig geiles Teil. Link in der Videobeschreibung. So, weil ich aber auch keine Wasserwaage dabei habe, werde ich mir jetzt erstmal hier den zweiten wegnehmen. So ein bisschen als Orientierung, quasi für die Seite zumindest erstmal. Und mir hier einen dünn drauflegen und mal gucken, ob das so halbwegs gerade ist. Dass ich weiß, ob ich den hier drüben ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer machen muss. Aber ich würde sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir den Boden so weich. Wie gesagt, die müssen sich sowieso alle noch ein bisschen einarbeiten in die Erde. Ja, und dann haben wir es auf jeden Fall gerade. Heißt, ich kann auf jeden Fall drüben den ungefähr auf die gleiche Länge bringen. So, dann holen wir uns jetzt auf jeden Fall unseren kleinen Klappspaten.
Und dann werden wir uns die ganzen Stützen auf jeden Fall erstmal ein kleines bisschen in den Boden einarbeiten. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir uns noch ein paar schöne Stämme raussuchen, die wir jetzt hier quasi erstmal als Längsstrebe nehmen. Denn jetzt auf jeden Fall los mit dem Binden. So, ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen was vorbereitet. Also das habe ich jetzt quasi mal nebenbei gemacht. Ich habe mir quasi ein paar schöne, und zwar auch ein paar von den dickeren, mir rausgesucht. Habe die schon mal so ein kleines bisschen entrindet. Die Äste abgeschlagen und jetzt noch mal ein bisschen angepasst auf die Höhe. Also ich bin auf jeden Fall gerade mega zufrieden. Sieht echt gut gerade aus. Ich denke mal, die ganze Sache ist auch stabil. So, und hier drauf kommen jetzt quasi, jetzt vielleicht jetzt ein bisschen dick, da werden wir uns nachher versuchen, sag mal, aus dem schönen, geraden, langen Stücke Baum so viel rauszuschneiden. Natürlich alles irgendwie auf richtiger Dicke und Höhe, wenn man das so will. Und dann kommen hier sozusagen jetzt der Reihe nach bis hinten hin quasi, jetzt kurze Stücke vom Stamm drauf. Das Schöne dabei ist, kann sich leicht auch noch alles ein bisschen biegen und bewegen. Man liegt garantiert die Möglichkeit drauf, als wenn du halt diese Längsstreben hast, die sich vielleicht auch durchbiegen. Denn aber, sag mal, vielleicht der eine mehr als der andere. Das heißt, einer biegt sich mehr durch als der andere, weil er halt ein bisschen starrer ist. Aber ich denke mal, so hat es auf jeden Fall eine super Stabilität, wenn wir das erstmal alle quasi am Baum miteinander verbinden. Und hier quasi diese Stämme werden dann halt quasi mit einer gewissen Bindetechnik quasi an die Stämme bis da hinten hindurch gebunden, und dann haben wir auf jeden Fall unser Bett. Damit ihr jetzt nochmal noch eine bessere Vorstellung dafür bekommt, quasi kommt hier hinter nochmal, wie eigentlich kann man sagen, wie das Gestell nochmal außen drüber, ein bisschen höher und ein bisschen nach vorne breiter, vorne mit einem Dach, da kommen die dann quasi auch so längs drauf, und hinten an der Wand vielleicht sehr von links nach rechts längs. So, das ist die Idee, und dann haben wir hier einen richtig geilen Schlafschelter, quasi überdacht, mit einer Wand dahinter, ein bisschen windgeschützt. Und vielleicht lassen wir uns ja noch ein kleines bisschen was für die Seitenwände hier einfallen. Denn ich sag mal, von der Länge her ist das lang genug. Wenn ich mich jetzt reinlegen würde, ich habe mich jetzt ja schon mal kurz daneben gelegt. Also ich passe hier perfekt rein. Ich bin 1,87 Meter. Ist schon ziemlich lang. Und ich denke mal, sollte als Bett auf jeden Fall ausreichen. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die ganze Sache hier auf jeden Fall erstmal an den Baum befestigt kriegen. Und dann ist der Plan für heute noch auf jeden Fall, die Liegefläche quasi zuzukriegen und alles irgendwie miteinander zu verbinden. Ich würde sagen, legen wir los. 10 Meter müssten es sein. Was sich jetzt hier am Ende auch schon wieder so ein bisschen aufdröselt, ist, was ich vorhin meinte. Man hätte jetzt ja noch die Möglichkeit, hier noch viel feinere Stränge quasi sich rauszunehmen. Wir wollen aber auf jeden Fall für die Verbindung erstmal vom Grundgerüst dieses zusammenhängende Stückchen nehmen. Ich werde deswegen die Enden nochmal mit dem Knoten sichern, dass das quasi nicht mehr auseinander geht. Und habe jetzt gerade schon überlegt, wie ich es am besten mache. Wahrscheinlich gibt es jetzt die 1000 genialsten Knoten-Bindetechniken, um das jetzt irgendwie quasi festzukriegen. Ich habe mir aber überlegt, ich werde das so machen. Ich werde erstmal an das Ende vom Strick quasi eine kleine Schlaufe binden. Um die ganze Sache rumzugehen, das quasi um den Baum festziehen zu können und auf Spannung quasi versuchen, denn die ganze Sache mit den oberen aufliegenden Stämmen natürlich gleich irgendwie mit zu befestigen. Also mal gucken, wer heute mit unserem Seil kommen, vor allem was die Liegefläche betrifft. Denn wenn ich überlege, ich brauche jetzt vielleicht, um es richtig festzukriegen, hier, sag mal, meine 7, 8 Meter auf der linken Seite, hier meine 7, 8 Meter auf der anderen Seite, dann haben wir quasi nur noch einmal 10 Meter, und damit werde ich wahrscheinlich nicht die ganze Liegefläche quasi fest gebunden kriegen. Da habe ich mir mal angeguckt, wie das funktioniert, wie auch, sag mal, in gewissen Ureinwohnerdörfern quasi mit diesen Lianen gemacht wird und so. Vielleicht heben wir uns das für das nächste Video auf, aber ich würde sagen, wir machen erstmal und gucken, weit wir kommen. Ja, und bin quasi erstmal die erste Seite fest, um
mal zu checken, ob das nachher überhaupt alles so wird, wie ich mir das vorstelle. So, dafür quasi die Schlaufe, um das hier auf jeden Fall erstmal richtig festzuzonen, damit die nirgendwo mehr hin können. Jetzt wird sie ja schon einmal nach oben gehen. Dafür werde ich mir das Seil hier immer nach oben durchholen. Auch ein paar Mal miteinander überschlagen. Und dann quasi sehr schön von oben die beiden Stämme nach unten aufs Ständerwerk quasi runterzuziehen. Aber das ist alles jetzt schon bombenfest. Ich denke, dass das funktionieren kann und wird. So, und dann hätten wir die erste Seite auf jeden Fall schon geschafft. Und wie gesagt habe, ich denke mal, die 10 Meter werden da quasi gut drauf gehen. Sind sie auch. Also, ja, ihr wird jetzt vielleicht nicht unbedingt ein schönes Wettbewerb. Ich sehe gerade hier drüben, habe ich einen Fehler gemacht. Das sollte eigentlich so aussehen, genauso wie hier drüben. Hier bin ich immer zu wenig lang gegangen. Aber man kann es wirklich bloß mit Mühe ein Stück noch nach oben bewegen. Und letztendlich ist es ja wichtig, dass der Druck nachher nach unten geht. Die nirgendwo hin können, die sind bombenfest und das nach unten nicht wegrutscht und vor allem nicht zur Seite. Übung macht den Meister, oder? Also würde ich mal sagen, üben wir uns noch mal an der zweiten Seite und gucken, wie die Stabilität ist. Ich werde da mal versuchen, mal drauf lang zu laufen, ob es sich irgendwie bewegt. Also erstmal zweite Seite und dann gucken wir. Bombenfest. So, ihr seht das nochmal. Hier quasi nochmal genau die obersten und den untersten verbunden. Hier auch nochmal rüber, unten runter durch. Mit denen hier oben verzot. Die ganze Sache geht zweimal rum. Geht hier zweimal rum. Hier, ja, durch den Umschlag nach drüben nochmal dreimal rum. Und hier drüben quasi das gleiche. Von oben nach unten gekontert. Sag ich jetzt mal so. Ja, wie gesagt, hier habe ich leider einmal vergessen, aber die ganze Sache scheint fest zu sein. Das heißt, das Grundgerüst steht und nun wäre quasi die Liegefläche dran, die wir aber mit dem Seil heute definitiv nicht mehr hinkriegen. Deswegen werde ich das Seil nochmal komplett aufsplitten in seine drei Fasern, Adern, Stränge, wie auch immer. Und ja. So viel war dann, glaube ich, erstmal heute. Den Rest seht ihr dann im nächsten Video. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal mein Zeug zusammenräumen. Etwas essen, das wollte ich eigentlich noch zwischendurch machen vorhin. Habe mir nämlich noch einen kleinen Eintopf mitgenommen und meinen Gaskocher und wollte noch ein bisschen was nebenbei zum Mittagessen. Habe ich nämlich heute noch nicht. Das werde ich jetzt erstmal tun, ganz gemütlich zu Hause. Und dann sehen wir uns quasi nächste Woche wieder. Ja, heute war ich auch ein bisschen spät dran mit der Zeit. Ihr seht schon, die Sonne steht schon tief, leuchtet mir ins Gesicht, geht auf jeden Fall eine Stunde unter. Das heißt, viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Nächstes Mal bin ich ein bisschen früher im Wald und dann legen wir richtig los, besorgen uns auch gleich Holz, müssen nicht erstmal die ganze Sache vorbereiten. Ja, und da es heute auch geregnet hat, musste ich mir quasi erstmal hier noch wenigstens einen kleinen Regenschutz schnell mal aufbauen, ja, wo ich meine Sachen trocken runterlegen kann, dass die nicht alle klitschnass sind. Zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Und die ganze Sache mit dem Seil hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Habt ihr nicht mitbekommen, aber insgesamt waren es wahrscheinlich wirklich fast anderthalb Stunden, die ja ich für das Seil gebraucht habe. Also, nächstes Mal komme ich hierher mit vorbereiteten Seilsträngen
Und dann holen wir uns gleich noch ein bisschen Holz. Ein bisschen was haben wir hier noch zu liegen. Das heißt, wir brauchen nicht allzu viel, außer wahrscheinlich für die Liegefläche und für das Dach. Vielleicht schaffen wir das alles nachher im nächsten Video. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall gerne mal einen Daumen da lassen. Würde ich mich drüber freuen. Und für die, die noch nicht gemacht haben, definitiv erstmal Kanal abonnieren. Hier kommen coole Projekte. Und Lost Place gibt es auch demnächst wieder. Wir fahren nämlich jetzt Ende Oktober auf jeden Fall auf eine dicke Tour und werden ein paar coole Sachen mitnehmen. Übrigens, kurzer Spoiler, wird auch nochmal einen Bunker geben demnächst. Also seid gespannt, bleibt dran. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wie immer jetzt in Zukunft am Mittwoch um 18 Uhr. Und bis dahin, sag einfach mal ciao.